Der Blick noch auf den 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der VfB Stuttgart verliert am Abend mit 0:1 gegen RB Leipzig. Hertha BSC Berlin schlägt Schalke mit 3:0. Das Debüt von Schalke-Trainer Groß misslingt. Eintracht Frankfurt gewinnt 2:1 gegen Bayer Leverkusen. Werder Bremen verliert 0:2 gegen Union Berlin. Einen Auswärtssieg gibt es auch für Gladbach, 0:1 bei Arminia Bielefeld. Köln und Augsburg ebenfalls 0:1. Und Hoffenheim verliert mit 1:3 gegen den SC Freiburg. Leipzig ist damit neuer Tabellenführer vor den Bayern, die erst heute spielen. Leverkusen und Union Berlin auf den Champions League Plätzen, Wolfsburg und Dortmund auf den weiteren Europacup-Rängen. Der FC Augsburg führt die zweite Tabellenhälfte an, vor Stuttgart, Hertha und Hoffenheim. Im Tabellenkeller hat sich nichts geändert. Bielefeld bleibt auf dem Relegationsrang, Mainz und Schalke auf den direkten Abstiegsplätzen.